So, das wieder da rein. Dann haben wir das auch. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Straßen sind ja noch wie leer gefegt. Aber das soll uns ja nicht stören. Wir sind, wie gesagt, ihr habt es ja auch schon am Anfang gelesen, immer noch auf dem Weg nach Mariehamn. Diese kleine, aber feine Insel. Bin auch schon mehr als gespannt, was uns danach denn erwartet. Ihr habt hier mitbekommen, Chef ist auch wieder unterwegs. Hat natürlich gleich wieder einen Bitte rechts halten. Knaller mit an Bord gehabt. Neues Geschäftsfeld an Land gezogen. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Auch wenn ihn irgendwie Mercedes verfolgt. Irgendwie landet er am Ende doch immer bei Mercedes. Und er ist ja auch hier jetzt Richtung Schweden unterwegs. Vielleicht kommt er mir ja noch über den Weg. Schauen wir mal. Kleiner Spoiler am Anfang. Wir werden es definitiv nicht bis zu unserem Zielort heute schaffen, weil das sind noch etwas über, wenn ich das richtig sehe, 13 Stunden und das wird nichts mit unserer Fahrzeit. Dass Marian jetzt da wieder ein neues Geschäftsfeld an Land gezogen hat, beziehungsweise neuen Tätigkeitsbereich, ist schon mal schön. So weiß man wenigstens, dass die Aufträge einem so schnell nicht ausgehen werden. Auch wenn ich die Schubbodenthematik jetzt aktuell nicht fahren kann. Weil mir da ja der Nebenantrieb fehlt. Aber mal gucken. Marian hatte ja auch gesagt, dass er da eventuell noch jemanden einstellen will. Lassen wir uns überraschen, was da noch so alles passiert. Bitte definitiv nicht langweilig werden. Ja, und ganz groß war ja Immer auch die geradeaus. Ankündigung, dass die Halle in Erfurt fertig ist. Somit brauche ich meinen Tankkaffee in Eisenach nicht mehr. Ich habe ja vor, als es da noch die kleine Mann. Du bist doch auch
Ich sag jetzt nicht, was ich gedacht habe. Ach, meine Fresse, ey. Frage ich mich auch, wie oft die vom Wickeltisch gefallen sind. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Halle Erfurt. Als wir da noch die kleine Wellblechhütte hatten, war da ja nichts mit tanken und dann habe ich halt, wenn es sich ergeben hat, immer in Eisenach getankt. Aber es ist schon mal gut, dass ich jetzt auch direkt an der Halle dann tanken kann. Auch wenn das hier die teuerste Strecke ist, die man fahren kann, aber sie ist einfach schön. Auch mit dem Leuchtturm da, das hat schon was. Ich frage mich ja, wie ungewohnt das für Marian war, wieder mit Spiegeln zu fahren. Er hatte jetzt ja auch eine ganze Weile den DAF mit den Mirror Cams. Und ja, ich hatte ja zu Anfang auch so meine Bedenken, was die Mirror Cams angeht. Aber die sind mittlerweile mehr als verpufft, würde ich mal sagen, weil ich habe keine Probleme bisher gehabt. Habe auch so von Kollegen, die damit unterwegs sind, nichts gehört, dass die irgendwie Probleme haben. Und ich fahre den DAF auch wirklich sehr, sehr gerne. Dann bringen wir mal das Geschäftskonto ein bisschen zum Glühen. In diesem Moment dürfte Marian ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen sein. Und normalerweise versuchen wir ja diese Route hier zu meiden, halt wegen den teuren Mautstellen. Diesmal hat es sich halt nicht anders ergeben und wir müssen bald mal hier lang fahren. Was ist jetzt dein Auftrag? Das weißt du selber nicht, oder? Hauptsache linke Spur fahren. Kann man mal machen. Und was hat dir das jetzt gebracht? Muss man nicht verstehen. Außer, dass er hier jetzt wieder langsamer fährt. Naja, wir werden es überleben. Auch wenn es ein bisschen nervig ist. Was bremst du denn jetzt hier? Boah, alter Schwede. Ist heute Tag der Idioten oder was?
zum Glück ist die Pappnase jetzt weg. Junge, Junge, Junge. Bitte links halten. Ja, nur zieht dran vorbei. Ah, das kann ich doch vergessen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Zum Glück ist die Umleitung nicht ganz so groß. Beziehungsweise der Umweg, den wir fahren müssen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich hoffe mal, das war es jetzt auch für heute mit Umwegen. Bitte links halten. Und gleich rüber, bevor wir wieder nicht wegkommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich wieder mal nach Erfurt komme, mir die Halle dann noch mal anzugucken. Ich habe bis jetzt bloß Bilder gesehen. Wird auf jeden Fall eine Umstellung sein, wenn man eigentlich diesen kleinen Hof da gewohnt ist. Diese Aussicht, einfach herrlich. Jetzt dürfte Marian gleich das zweite Mal zusammenzucken.
Katsching. Ja, Rücktür. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir hier nicht wieder lang müssen. Hatte auch mal so ein bisschen geguckt, was es eventuell jetzt so für den DAF hier noch Schönes gibt. Eventuell mal vielleicht andere Gardinen oder sowas. Hatte da auch was Schönes gefunden, aber das funktionierte dann leider nicht so. Und für alle, die mir jetzt in die Kommentare schreiben, dass es ja den Interieurmod von Wally gibt. Ja, den gibt's, den habe ich auch ausprobiert. Und da ist mein Problem. Ich kann zwar alles auswählen, im LKW schön machen. Allerdings, wenn ich dann alles fertig habe und ich möchte halt ins Menü gehen und drücke Escape, schmiert mir das Spiel ab. Und ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob sich da irgendein Mod beißt oder ob es an Wallys Mod liegt. Immer geradeaus. Ich werde es aber noch herausfinden. Darum gebe ich jetzt nicht dem Mod von Wally die Schuld, weil kann auch sein, dass irgendein anderer Mod hier drin ist, wo sich das Ganze beißt. Muss auch sonst mal im Forum noch mal gucken, ob da schon irgendjemand das gleiche Problem geschildert hat. Oh, das werde ich alles dann noch später machen. Ich habe jetzt ja auch noch Glück, dass ich hier jetzt so im August unterwegs bin. Aber wenn hier wirklich richtig der Winter losgeht, dann aber herzlichen Glückwunsch. Darum sind hier oben auch die meisten LKWs, die aus Skandinavien kommen, Dreiachser. Bis der erste Schnee hier oben fällt, bin ich ja wieder weg zum Glück. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber das neue Tätigkeitsgebiet umschließt ja nicht nur Ausfahrt rechts. Schweden, wie ich das verstanden habe. Es kann ja dann auch mal sein, dass es mal in die Türkei geht oder so. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und wir werden noch viele, viele Kilometer rumkommen. Ich denke auch mal, dass es vielleicht dann irgendwann auch noch mal wieder Russland-Touren geben wird. Da ist aktuell noch nichts irgendwie im Gespräch.
Muss ich noch dran denken, wie ich mit dem MAN da unten in Russland unterwegs war, mit der Wurfplane. Das sind alles so Sachen, die muss man mal erlebt haben. Und bei Minustemperaturen eine Wurfplane mit der Zollschnur. Das sind Dinge, die möchte man nicht machen. Immer geradeaus. Aber man kann sich's halt nicht immer aussuchen. Ist heute halt ein bisschen, ja, langweilig will ich es vielleicht nicht nennen, aber wir haben halt heute wirklich nur Autobahn. Da haben wir, wenn ich das so richtig verstanden habe, aber auf Mariehamn wieder eine interessante Ladestelle, wenn das dabei bleibt. Das Spielchen kennt ihr ja, das kann ja durchaus immer sein, dass wir dann doch was anderes laden müssen. Ich muss auch mal wieder mit Chef telefonieren. Ich muss ja zugeben, ich war die letzte Zeit doch ein schlechter Kollege. Bitte links halten. Ich habe zumindest nichts gehört, dass Jeff irgendwas veranstaltet hat, was den Chef in Unmut bringen würde. Ich weiß auch, dass er immer noch mit dem MAN unterwegs ist. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo, zu meiner Schande. Ihr, die seine Videos gucken, werdet es wissen. Ich hänge leider Gottes immer noch bei den Videos nach. Aber wie ich ja schon mal erwähnt hatte, ich hatte halt privat doch einiges um die Ohren. Dann war ich auch ein paar Tage außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt ist soweit wieder alles erledigt und ich denke mal, jetzt wird das Ganze auch wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Ich kann es jetzt nicht versprechen, aber ich werde mir größtmögliche Mühe geben, dass ihr nicht mehr so lange auf Videos warten müsst. Freut mich natürlich auch, dass ihr trotz der Unregelmäßigkeit mir treu geblieben seid. Es sind sogar ein paar dazugekommen, wie ich gesehen habe. Immer Und geradeaus. was ich so sehe, schaut ihr die Videos ja auch fleißig. Das freut mich. Und da fällt mir noch was ein. Sollte bei einem meiner Videos Werbung laufen, das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe damit nichts am Hut.
Ich bin noch eine ganze Ecke weg von diesen 1000 Abonnenten, wo ich Werbung schalten könnte. Ich persönlich würde auch nie Werbung schalten bei meinen Videos, aber YouTube hat in seinen Regeln das halt geändert, dass die halt selbst Werbung vor Videos schalten können. Wie gesagt, solltet ihr Werbung in meinen Videos haben oder vor meinen Videos, sorry, ich kann es auch leider nicht ändern. Und nein, ich bekomme das Geld Rechts nicht, halten was bei diesen und dann Werbungen, Ausfahrt rechts nehmen. was mit diesen Werbungen eingespielt wird. Nimm die Ausfahrt rechts. Das schnappt sich YouTube. Auf eine Art finde ich es ja auch wirklich vollkommen okay. Ich meine, ich kann diese Plattform kostenlos nutzen. Darum können die halt auch dementsprechend sagen, wir machen das jetzt so und so. Aber ich meine, immerhin verdienen sie mit meinem Content Geld. Mag jetzt jeder sehen, wie er möchte. Ich werde da auch kein Fass aufmachen oder so. Wollte euch ja bloß sagen, wenn Werbung zu sehen ist, tut mir leid. Aber ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden eh einen Adblocker haben. Das haben wir schon mal ein ganzes Stück geschafft. Weit bis zu unserem Feierabendplatz haben wir es auch nicht mehr. Ich finde dieses Viech eben immer wieder faszinierend. Ich muss mal googeln, ob das irgendeine Bewandtnis hat. Oder ob das einfach so ja, hierhin gebaut wurde. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder irgendwann nochmal runter nach Spanien, weil da gibt es ja auch schöne Ecken. Oder mal wieder so ins französische oder italienische Hinterland so ein bisschen. Das wären schon ganz schöne Sachen, aber ich kann's mir halt nicht aussuchen. Wenn Dispo sagt, du fährst das und das, dann fahre ich das halt. Bisher bin ich ja froh, dass mich die England-Touren nicht so hart getroffen haben. Aber ich denke mal, auch der Tag wird kommen, wo ich einmal quer durch England fahren darf. Aber dann ist das halt so. Noch schlimmer wäre es, wenn ich einen englischen LKW fahren müsste. Und ich da drüben lenken würde. Ich glaube, da würde ich überhaupt nicht mehr klarkommen.
Ich bin ja auch schon immer auf verschiedenen Zubehörseiten am Geiern. Ob es denn hier so eine Kelzer-Bars für die Seiten und für vorne, ob es da mal irgendwann sowas gibt. Ja, das wäre schon mal ganz cool. Sowas hätte ich zumindest noch ganz gerne. Was ich zumindest schon mal angesprochen habe, ich habe ja jetzt aktuell hier an dem Auflieger an der Seite nur den Unterfahrschutz. Und da habe ich schon mit Marian gesprochen, ob es möglich ist, dass ich da beim nächsten Besuch in Erfurt Palettenkästen unterkriegen kann. Muss ich mal gucken, was er dazu noch sagt. Es wäre ganz angenehm, wenn ich noch ein bisschen Stauraum noch hätte. Ich bin ja nun doch mal ein bisschen länger unterwegs. Was jetzt absolut nicht negativ sein soll. Ich bin gerne unterwegs, weil, wie gesagt, zu Hause hält mich nichts. Keine Frau, keine Kinder. Daher bin ich wirklich sehr, sehr gerne unterwegs. Aber würde mir halt auch meine Reisen ein klein wenig angenehmer gestalten, indem ich noch so ein paar Kleinigkeiten mehr mitnehmen könnte. Jetzt nichts wirklich Riesiges, also ich will jetzt hier keine Bar oder mir irgendwas in die Palettenkästen bauen, aber halt so ein paar Kleinigkeiten. Kommen die Kollegen denn her? Ja, kann man gerade schwer erkennen. Ach, die kommen hier aus Schweden. Entweder kommen sie gerade aus dem Urlaub zurück oder sie kommen aus Südschweden und wollen irgendwie nach Nordschweden oder nach Finnland oder man weiß es nicht. Immer geradeaus. Da oben kann man übrigens sehr, sehr gut essen und hat natürlich auch einen wunderbaren Blick auf die Autobahn. Da kann man denn doch schon mal den ein oder anderen schönen LKW hier aus Schweden vorbeifahren sehen. Aber die haben ja zum Teil wirklich schöne Fahrzeuge. Tanken brauchen wir noch nicht.
stellen wir uns aber hier oben hin, haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So. Licht aus. Maschine aus. Und hier seht ihr, hier sind jetzt bloß diese, ist hier der Unterfahrschutz. Und da hätte ich halt ganz gerne schon eventuell Palettengästen unter, weil in diese kleinen Boxen kriegst du ja nicht wirklich was rein. Hier habe ich zwar ein bisschen eine größere Box, aber wie gesagt, da passt ja nicht viel rein. Auch hier die Fächer, die sind zwar auch schön, aber gewisse Dinge passen da halt nicht. So, setzen wir uns hier mal hin. Ja, dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir genau von hier aus wieder losfahren. Und dann schaffen wir es auch rüber auf die Insel. Also, bis dahin. Tschüss.